Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Höhepunkte der Euromax-Woche sind diesmal unter anderem diese Geschichten hier. Das ist doch der Gipfel, wie ein Schweizer virtuelles Bergsteigen möglich macht. Auf den Hund gekommen, warum ein italienischer Fotograf Vierbeiner wie Schriftsteller in Szene setzt. Und hier spielt die Musik, was die deutsche Stadt Hannover musikalisch zu bieten hat. Jeder kann die höchsten Berge der Welt besteigen. Und dafür braucht man nur einen Finger krumm zu machen. Das geht jetzt nämlich ganz bequem vom Sofa aus per Mausklick. Ein Projekt aus der Schweiz macht das möglich. Es zeigt im 360-Grad-Rundumblick, ähnlich wie bei Google Street View, die atemberaubenden Aussichten der Bergsteiger beim Aufstieg. Zuerst haben sie sich die Alpen vorgenommen. Stefan Siegrist auf dem Weg zum Gipfel. Ganz nebenbei produziert er spektakuläre Bilder. Auf dem Rucksack trägt der Schweizer eine Kamerakonstruktion, die seine Route durch den Fels detailliert aufzeichnet. Auf der Internetseite des Projekts kann jetzt jeder diese Fotos und Filme anschauen. Die Schlüsselstellen schwieriger alpiner Klettertouren können einfach per Mausklick abgerufen werden. Die Bilder vermitteln einen authentischen Eindruck des Abenteuers am Berg. Die Sicht, wie wir im Berg unterwegs sind. Du strengst dich an, du fühlst den Schnee, du hörst deine Steigeisen knirschen, du fieberst mit deinen Kollegen. Es ist wirklich erstaunlich, wie man wirklich selber das Gefühl hat, man sei jetzt da am Bergsteigen. Man kann hochschauen, man kann runterschauen. Und es sieht genau gleich aus wie für uns, wie als wir dort waren. Also, okay. Die Schweizer Outdoor-Firma Mammut hat die 360-Grad-Technik entwickelt. Die besteht aus 6 kleinen Kameras, die gleichzeitig in alle Richtungen filmen. Die Grundidee des Projekts war eigentlich eine Art Street View, Google Street View für die Berge zu machen. Und zwar nicht für Wanderwege, sondern für wirklich die steilen, richtig alpinen Routen. Die Leute, sie können sich jetzt relativ gemütlich vom Sofa aus in die eigene Nordwand versetzen, ohne große Gefahr. Der Weg durch die legendäre Alger Nordwand ist eine der schwierigsten Kletterrouten der Welt. Mehr als 60 Menschen haben die Besteigung schon mit dem Leben bezahlt. Es sind immerhin 4 Kilometer Kletterdistanz durch die ganze Wand, auf fast 4000 Meter hoch. Felsschwierigkeiten und Eisschwierigkeiten, die man meistern muss in doch relativ hohen Schwierigkeitsgraden. Es hilft auch erfahrenen Alpinisten, die zum ersten Mal durch die Rampe in der Alger Nordwand steigen, vorher mal ins Internet zu schauen. Zum Beispiel, um sich auf den komplizierten Hinterstößer Quergang vorzubereiten. Du siehst Stellen, du erkennst dann selber, wenn du dort bist, die Stellen wieder. Du siehst, was haben die Leute für Material gebraucht. Man sieht sie zu Hause, wie das ausschaut, was da für Schwierigkeiten kommen, was für Sicherungsmittel gefragt sind. Mit dem Smartphone kann man sich die Bilder auch vom Berg aus anschauen. Die Rundumsichten lassen sich allein durch die Bewegung des Gerätes steuern. Für die Aufnahmen musste Stefan Siegrist seinen Kletterstil ändern. Dass der Oberkörper sich nicht zu stark bewegt, nicht nur, dass dieser Kopf hinten irgendwo anschlägt am Fels, aber auch, dass man das Material entsprechend noch brauchen kann. Rumhupfen ist sicher nicht angebracht. Die Bewegungen sollten einigermaßen in vernünftiger Geschwindigkeit sein. Mit diesem Projekt wird ein neues Kapitel in der Kartografie der Berge aufgeschlagen. Die wichtigsten Gipfel der Welt sollen mit der 360-Grad-Kamera gefilmt werden. Alger Nordwand und Matterhorn sind schon im Netz. Bald soll auch der Mount Everest folgen, der höchste Berg der Welt.
Wobei dass es nicht wahnsinnig spannend ist, weil der doch relativ flach ist als Berg. Also man ist nicht in einer Wand auf der Normalroute, sondern es ist vielmehr ein Gehen. Aber logisch, der Everest lässt sich gut vermarkten, lässt sich gut verkaufen. Aber bestimmt nicht mit mir. Ja. Das ist für mich einfach, für mich persönlich zu kommerziell. Das ist für mich persönlich nicht mehr das, was ich suche in Bergen. Ich suche die Abgeschiedenheit, die technischen Schwierigkeiten und auch die Ästhetik eines Berges. Auch mit Hightech auf dem Rücken bleibt Stefan Siegrist seiner Einstellung zur Natur treu. Er wird sich darauf beschränken, die besonders einsamen und schwer zu erklimmenden Gipfel zu filmen. Um ihre Faszination denen zu vermitteln, die den Aufstieg nicht selbst wagen. In jedem berühmten Schriftsteller steckt ein Hund. Oder andersrum. Dieser Meinung ist zumindest der italienische Fotograf Dan Bonino. Für seine aktuelle Fotoserie porträtiert er Hunde aus dem Tierheim und stellt dann sie neben Bilder berühmter Schriftsteller wie Shakespeare, Hemingway oder Dante. Und das Ergebnis ist verblüffend. Wir haben Dan Bonino in der Nähe von Turin besucht. Ehemalige Straßenhunde als Fotomodell zu inszenieren, ist nicht ganz einfach. Zumal, wenn sie wie große Schriftsteller aussehen sollen. Der italienische Fotograf Dan Bonino hat für die Fotoserie Poetic Dogs 19 Hunde aus dem Tierheim abgelichtet. Auch seinen eigenen Hund Rothko holte er aus dem Tierheim. Er spielt William Shakespeare. Ich liebe Bücher und lese viel. Durch die Worte der Schriftsteller kann man vieles verstehen. Das gleiche Gefühl habe ich mit Hunden, als ob sie durch ihre Mimik mit mir sprechen würden. So hat Charles Baudelaire einen vierbeinigen Doppelgänger, genau wie Oscar Wilde. Jean-Paul Sartre ist dabei. Und Mark Twain. Für die Aufnahmen brauchte der Fotograf Geduld. Die meisten Hunde aus Tierheimen haben Angst vor Menschen und vor Geräuschen. Also musste ich irgendwie ihr Vertrauen gewinnen. Wir gingen zusammen spazieren, damit sie sich entspannen. Und natürlich musste ich ihnen viele Leckerlis geben. Die Models stammen aus einem Tierheim in der Nähe von Turin. Dort warten mehr als 200 Hunde darauf, ein neues Zuhause zu finden. Er ist der älteste Hund im Tierheim. Er ist unser Bukowski. Man kann sehen, dass er ein sehr schweres Leben hatte. Genau wie Charles Bukowski und wahrscheinlich alle diese Schriftsteller. Sie führten kein einfaches Leben. Er erinnert mich an den großen Ernest Hemingway, vor allem seine Augen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, stand er in seinem Käfig, schaute Menschen sehr genau an und bellte. Er ist ein harter Bursche, wie Hemingway. Dan Bonino verkauft seine Fotos als Poster und verschiedene Produkte ab 15 Euro im Internet. Das Geld wird zur Unterstützung des Tierheims verwendet. Der Leiter des Heims, Roberto Perazzolo, begrüßt die Initiative. Dieses Projekt hilft Menschen zu verstehen, dass es in Tierheimen ruhige und liebe Hunde gibt. Statt einen Hund in einem Geschäft zu kaufen, kann man in ein Tierheim gehen. Sie sind gute Hunde und brauchen ein Zuhause. Bereits mit seiner vorherigen Fotoreihe sorgte der 26-jährige Dan Bonino für Aufsehen. Er fotografierte absurde Ernährungspläne berühmter Persönlichkeiten als Stillleben. Ganz im Stil alter Meister. Beyoncé hält Diät mit Zitronensaft und Ahornsirup. Bill Clinton mit Kohlsuppe. Mariah Carey nimmt angeblich nur violettes Essen zu sich. Ich habe mit Fotografie angefangen, weil ich nicht malen konnte.
Deshalb liebe ich die alten Meister so sehr. Ich habe viel Zeit in Museen vor den Gemälden von Caravaggio und Michelangelo verbracht. Heutzutage kann man etwas aus der Vergangenheit nehmen und das neu erfinden. Im Mai werden dann Vaninos Hundefotos in Venedig während der Biennale ausgestellt. Die Fotoreihe will er fortsetzen, denn Tierheime sind voll von fotogenen Models. Kleidung, die ihre Farbe verändert, gibt's schon länger. Aber die britische Designerin und Wissenschaftlerin Lauren Boker hat die Idee perfektioniert. Die 28-Jährige aus London möchte vor allem Unsichtbares wie Temperatur, Wind oder sogar Hirnaktivität sichtbar machen. Deshalb experimentiert sie für ihr Label The Unseen. Die Kreationen waren bereits in Ausstellungen weltweit zu sehen. Und vom British Council wurde Lauren Boker zu einer der wichtigsten Kreativen des vergangenen Jahres gewählt. Auf den ersten Blick sieht diese Jacke aus wie eine Kreation der Pariser Haute Couture. Doch durch Wärme wird der Entwurf des britischen Labels The Unseen zu einer Art Zauberjacke. Eine speziell entwickelte Imprägnierung verwandelt das Leder in ein Thermometer. Die Farbe ändert sich mit der Raumtemperatur. The Unseen als Firma ist ein Kollektiv der verschiedensten Talente, Schneider, Programmierer, Anatome und Chemiker. Alle haben das Ziel, Material mit integrierter biologischer und chemischer Technologie zu entwickeln. Lauren Boker nennt sich selbst Alchemistin und Materialforscherin. Die 28-jährige Britin leidet seit ihrer Jugend an einer Rückenerkrankung. Die Unfähigkeit, ihren Schmerz und sein Ausmaß zu beschreiben, führte zu ihrer heutigen Karriere. Ich hatte Textil und Mode studiert und als ich nach meiner Erkrankung zurück an die Uni kam, wechselte ich zur Chemie. Ich wollte mein handwerkliches Geschick und mein Gespür für Farben nutzen, um eine neue Sprache zu entwickeln und mit Wissenschaft und Chemie alles ausdrücken, was man nicht beschreiben und nicht sehen kann. Lauren Boker gründet The Unseen im Juli 2012. Mit ihrem Team arbeitet sie seit einem Jahr in Räumen des renommierten Museums Somerset House in London. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Erforschung von speziellen Imprägnierflüssigkeiten, die auf ihre Umwelt reagieren. Auf Luftdruck, Luftbeschaffenheit oder Wärme. Um ihre Arbeit medienwirksam zu präsentieren, bedient sich das Kollektiv der Mode. Einer der jüngsten Entwürfe, ein Hut, der seine Farbe immer dann ändert, wenn der Träger eine zündende Idee hat. Er besteht aus Leder, imprägniert mit einer Tinte von The Unseen und besetzt mit 4000 Mineralsteinen aus den Laboren von Swarovski. Die Steine können Wärme aufnehmen, die über die Kopfhaut freigesetzt wird. Und zwar immer dort, wo das Gehirn besonders aktiv ist. Dieses Verfahren könnte auch in der Medizin hilfreich sein. Für unsere erste Kollektion war es wichtig, unsere Technologie, also die Tinte und Stoffe, die wir entworfen hatten, in eine Form zu bringen, sie tragbar zu machen, weil man es sonst nicht versteht. Wir mussten es an etwas festmachen und haben uns für die Mode und den Menschen entschieden. The Unseen lassen sich in keine Schublade stecken. An ihren Forschungsergebnissen haben schon die verschiedensten Industriezweige Interesse angemeldet. Die neueste Entwicklung ist eine Jacke, die das Energiefeld des Menschen, seine Aura, lesen kann. Wir nennen uns The Unseen, weil wir an allem Unbekannten und Unsichtbarem interessiert sind. Für uns ist die Wissenschaft wie Magie, also ein bisschen wie in früheren Zeiten, bevor die Wissenschaft ein akademisches Fach wurde und man Ärzte auch Hexen nannte. Diese Menschen gerieten schnell in die übernatürliche Ecke, obwohl sie einfach nur ein bisschen schlauer waren als andere. Die Designer von The Unseen arbeiten gerade an einer Serie alltagstauglicher Gegenstände, die sich mit ihrer Farbe der Umwelt anpassen. Der nächste Schritt in eine schillernde Zukunft.
Kreative gibt es auch hier in Deutschland viele. Creative City, so darf sich Berlin bereits seit 10 Jahren nennen. Eine offizielle Auszeichnung der UNESCO, die an Städte weltweit in verschiedenen Kategorien verliehen wird. Sie sollen sich gegenseitig unterstützen und so die kulturelle Vielfalt fördern. Unsere Karte zeigt die Creative Cities auf der ganzen Welt. 69 sind es bis jetzt. Die meisten von ihnen liegen hier in Europa. In Deutschland sind nach Berlin jetzt noch 3 weitere Städte dazugekommen. Heidelberg wurde der Titel im Bereich Literatur verliehen. Mannheim und Hannover dürfen sich jetzt City of Music nennen. Und für alle, die sich fragen, warum gerade Hannover diese Auszeichnung bekommen hat, zeigen wir jetzt, dass dort musikalisch tatsächlich viel mehr los ist, als manch einer denkt. So sieht sie aus. Hannover, Hauptstadt von Niedersachsen und Heimat von gut 500.000 Menschen. Und so klingt Hannover. Die UNESCO hat das überzeugt und Hannover zur City of Music gekürt. Eine Überraschung, finden einige, steht die Stadt doch in dem Ruf, etwas farblos und langweilig zu sein. Im Rathaus verspricht man sich von dem Titel einen Imagegewinn. Kulturpolitikerin Marlies Drewermann hatte die Bewerbung mit auf den Weg gebracht. Bei der Arbeit für die Bewerbung waren wir über uns selbst erstaunt, was wir alles in Hannover haben und vorweisen können. Und dass wir deswegen auch ganz optimistisch an die Bewerbung gegangen sind, weil wir von uns überzeugt sind. Aber hat die Stadt den Titel wirklich verdient? Wer das wissen will, stößt zuerst auf sie, die Scorpions. Ihren Zenit haben die Heavy-Metal-Giganten zwar hinter sich, aber mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern gehören sie zu den ganz Großen im Musikgeschäft. Und auch sie kommt aus Hannover, Lena Meyer-Landrut. Mit ihrem Song Satellite gewann sie 2010 den Eurovision Song Contest. Aber wie steht es um den Nachwuchs? In diesem leerstehenden Warenhaus probt die Indie-Pop-Band Lieber Herr Meier. Was gerade heißt, das bleibt für immer, wo soll's auch hin. Sie tritt regelmäßig in lokalen Clubs auf. Die Szene ist allerdings überschaubar. Viele Musiker gehen nach Hamburg oder Berlin. Lieber Herr Meier hoffen jetzt auf Rückenwind durch den UNESCO-Titel. Generell ist natürlich schön, dass mehr Leute auf Hannover gucken und auch wissen, hey, da kommt ein bisschen Musik her, da passiert was. Also das war wahrscheinlich vielen vorher nicht so klar. Von daher wird schon irgendwie was passieren, dass wir dann sicherlich auch irgendwie davon profitieren können. Aber im direkten Sinne erwarte ich es eigentlich erstmal nicht. Wenn es passiert, umso schöner. Wenn nicht, machen wir trotzdem weiter Musik. Und wie sieht es jenseits der Pop- und Rockmusik aus? Hannover wurde schließlich explizit für seine musikalische Vielfalt ausgezeichnet. Etwa auch für den Hannoveraner Mädchenchor. Der Chor wurde 1952 gegründet und genießt internationales Renommee. Etwa 400 Chöre gibt es in der Stadt. Damit liegt Hannover deutschlandweit an der Spitze. Die musikalische Vielfalt in dieser Stadt ist riesengroß. Und insofern ist der Titel City of Music vollkommen gerechtfertigt und könnte deutlich machen, dass Hannover den Vergleich mit anderen Städten durchaus standhalten kann. Zumal die Stadt der Geburtsort von Emil Berliner ist, dem Erfinder von Grammophon und Schallplatte. Der geniale Tüftler machte Tonaufnahmen erstmals im großen Stil reproduzierbar. Letztlich hat Berliner einen uralten Menschheitstraum verwirklicht, nämlich eine Tonkonserve zu entwickeln. Es war also im Grunde genommen eine praktische und faszinierende Erfindung. Nicht weniger faszinierend, das aktuelle Aushängeschild von Hannovers Musikwirtschaft, die Duesenberg-Gitarre. Produziert wird sie hier in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, überwiegend in Handarbeit. Duesenberg ist weltweit Kult. Ron Wood, Gitarrist der Rolling Stones, spielt eine Gitarre made in Hannover, genau wie Nick Valenzi von den Strokes. 1986 fertigte Firmengründer Dieter Gülsdorf die erste Duesenberg. Ein Welterfolg, zu dem Hannover auf seine Art beigetragen hat. Hannover ist auch eben ja, langweilig grau und man muss was Kreatives tun, um dem so ein bisschen zu entkommen oder für seine Lebensfreude zu sorgen.
Und deshalb kann man eigentlich, ja, daher kommt doch ein großes kreatives Potenzial aus dieser Stadt. Und dieses Potenzial soll jetzt vernetzt werden mit dem der anderen UNESCO Cities of Music. Zum Beispiel dem spanischen Sevilla, dem schottischen Glasgow oder Brazzaville in der Republik Kongo. Es ist eine schöne Wertschätzung der Arbeit, die in Hannover bereits geleistet wird. Und es ist auch eine schöne Verpflichtung, nicht nachzulassen, sondern weiterzuarbeiten in den gemeinsamen Netzwerken. Von Hannover in die Welt. Die Scorpions haben es vorgemacht. Hannover plant gemeinsame Konzerte und Workshops mit Musikern aus den anderen Cities of Music. Auf dem Titel ausruhen will sich hier jedenfalls niemand. Lappland, das ist eine sehr dünn besiedelte Landschaft im Norden Europas. Sie erstreckt sich über nördliche Teile Norwegens, Schwedens, Russlands und Finnlands. Wir sind für Sie im finnischen Teil Lapplands unterwegs gewesen, nördlich des Polarkreises. Dort rutschen die Temperaturen jetzt im Winter auch gerne mal unter minus 20 Grad Celsius. Und genau diese eisig kalte und tief verschneite Gegend bietet Urlaubern die Chance auf außergewöhnliche Abenteuer. Weit im Norden Finnlands, dort wo im Winter die Tage sehr kurz sind, die Menschen im Schnee am Feuer sitzen oder sogar in Eislöchern baden, liegt Lappland. Winter gibt es hier noch wirklich, mit feinstem Pulverschnee und vielen Möglichkeiten für besondere Erlebnisse. Mit bis zu 40 Kilometern in der Stunde ziehen die Siberian Huskies von Rami Kulpi die Schlitten durch die Winterlandschaft. Alaskan Huskies rennen zwar schneller, aber sie mögen extreme Kälte nicht. Für Siberian Huskies sind minus 30 oder sogar minus 40 Grad Celsius kein Problem. Sie lieben es, wenn es sehr kalt ist. Deshalb habe ich vor allem Siberian Huskies. Eine der Hundeschlittentouren führt auch zum Snow Village von Lainjo, etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Seit 14 Jahren entsteht das Schneedorf immer wieder neu, inklusive Eishotel mit 30 Zimmern. Zum Snow Village gehört eine Eiskapelle. Hier lassen sich jede Saison 40 bis 50 Paare aus der ganzen Welt trauen. Die meisten Paare kommen aus Großbritannien. Aber wir haben auch Paare, die von weiter her kommen, aus Kanada oder Australien. Manche kommen aus Deutschland. Und wir hatten sogar schon ein paar aus Japan hier. Besonders beliebt bei Touristen sind Fahrten mit Rentierschlitten. Allein Sami Tiensu fährt im Jahr rund 2000 Touristen durch die Winterwälder nahe seiner Rentierfarm in Venäjärvi. Rentierzucht und Tourismus sind wichtige Einnahmequellen für viele Samen, wie hier die alteingesessene Minderheit heißt. Sami Tiensus Vorfahren hielten schon im 15. Jahrhundert Rentiere. Der Tourismus ist wichtig für den Erhalt unserer Kultur. Sonst würden wir bestimmt moderner leben. Und wir würden auch nicht die Rentierzucht so betreiben, wie wir es jetzt tun. Zur Farm gehört auch ein Museum. Gern erklärt Mario Tiensu Besuchern die samische Kultur anhand ihrer Familiengeschichte. Nur eine Autostunde entfernt, versteckt in den Wäldern von Kaukonen, liegt ein ganzes Museumsareal. Es ist das Anwesen des finnischen Künstlers Haida Seres-Tyniemi, der hier bis zu seinem Tod im Jahr 1981 gelebt hat. Haida Seres-Tyniemi ist einer der bekanntesten finnischen Maler. Die wichtigsten seiner Werke entstanden in den 1960er und 70er Jahren. In der Galerie sind viele davon ausgestellt. Neben der Galerie kann auch das Wohnhaus mit dem Atelier besichtigt werden. Die Größe des Anwesens zeigt auch den Erfolg von Haida Seres-Tyniemi.
Noch heute werden seine Bilder für hohe, fünfstellige Summen verkauft. Lappland im Winter. Es birgt viele Überraschungen. Sicher ist hier nur der Schnee. Und davon gibt's reichlich. Tja, damit sagen wir auch schon wieder Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie uns vermissen, Euromax gibt's auch online unter dw.de/euromax oder auf Facebook. Also, bis dann.